Hallo liebe Angelfreunde, ich begrüße euch hier zu einer ganz besonderen Folge von Big Fish Media. Ein besonderer Angelfilm hier heute, denn ich bin mit meinem alten Freund hier, dem Stefan Dast, verabredet. Wir haben uns 10 Jahre mindestens, ja, nicht mehr gesehen, immer mal so geschrieben, mal auf Messen getroffen, wollten immer mal wieder angeln gehen. Ich war hier an dem See schon mal vor 10 Jahren und jetzt das erste Mal seit 10 Jahren wieder hier mit dem Stefan. Das freut mich besonders. Und Stefan hat gesagt, wir angeln fleißig. Was machen wir denn heute? Wir angeln heute mit Gummifisch. Okay. Wir haben auf den Hecht. Aha. Die Schonzeit ist vorbei. Und das Wetter passt. Ja, super, sonnig, ne? Ja, besser kann es nicht bestellt, kommen. Bestellt und fehlt geliefert. Nur noch der Hecht. Ja, den kriegen wir hoffentlich auch noch in die Kamera. Und ans Band. Ja, und wir wollen vom Boot aus angeln, oder wie hast du es vor? Genau, wir werden vom Boot aus fischen. Und vielleicht auch noch vom Bellyboat aus, als okay. Bonusfisch. Ja, hast eine Menge vor heute. Ja, wir haben ja einen ganzen Tag Zeit. Genau, und du hast aber gesagt, bevor wir mit dem Boot rausfahren, erst noch mal ein paar Würfe am Ufer, ne? Genau, die Fische, die werden jetzt wahrscheinlich noch relativ ufernah stehen. Probieren wir mal, ob es auch so ist. Das wäre ja was, direkt bei den ersten paar Würfe. Genau, bevor wir das Boot reintun, weil das ist gerade hier, wo das Boot dann reinkommt. Ist eine gute Stelle und die wollen wir uns jetzt nicht kaputt machen, indem wir das Boot gleich reinwerfen, sondern erstmal überwerfen. Erstmal. Gut, dann mach das mal. Genug gelabert. Ich will ein paar Würfe sehen und okay. Dann alles weitere. Hau also. Rein! Das war jetzt der 5., 6. Wurf. Kam noch nichts. Gregor, ich glaube, wir hauen ins Boot rein. Ja, alles klar. Und dann fahren wir an die richtigen Hotspots. Genau. Können wir loslegen? Ja, ist jetzt gut. Du bist der Rudermeister heute. Sehr gut. Na, dann mal los. Mensch, du bist aber noch top in Form. Ja, ja. So, jetzt kommen wir hier in eine flachere Bucht. Ich gehe mal davon aus, dass die Hechte hier wie jedes Jahr nach dem Laiche noch drin stehen und sich ein bisschen vollfressen, auf die Köderfische warten. Und auch auf unsere Gummis, hoffe ich. Und auch auf unsere Gummis. Probieren wir es mal hier. Wie machst du das mit der Köderführung? Viele leiern ja nur ein, aber ich sehe, du lässt auch ein bisschen springen, ne? Genau, gerade im Frühjahr jetzt sind die Hechte doch in der Regel recht aggressiv und dann kann man den Köder ruhig auch mal ein bisschen arbeiten lassen. Im Winter würde ich es jetzt eher ein bisschen ruhiger angehen und wir haben ja jetzt auch einen Köder, der läuft ja schon recht aggressiv, auch beim runterlassen alleine arbeitet der Schwanz schon und der darf jetzt ruhig im Moment ein bisschen mehr Führung haben, um die Jungs, die sind ja jetzt auch auf Sendung, macht nichts aus, wenn der ein bisschen Action reinkriegt. Mensch, Rute Krumm, hast du einen? Jo, der größte Stockfisch des Sees. Ja, oh, das lohnt sich. Thank you.
Fisch? Fisch an. Jawohl. Und, guter? Ja, der ist nicht so schlecht. Er wehrt sich. Na, ich sehe schon hier. Da kommt er. Schön spitz, machen wir, jawohl. Oh ja, da ist er. Oh ja, schön. Aber du hast den Köder gewechselt. Ja. Ich habe das Gefühl, auf den Weißen wollten sie nicht so richtig. Und na, dann gucken wir, dass du den in den Kescher kriegst. Haben wir die Farbe vielleicht gefunden. Petri! Jawohl, danke schön. Da ist der Hecht. So, da ist schön. Er. Nach längerem Kampf. Na, aber der wollte den Gummi, ne? Genau. Hat auch ganz, ganz ufernah gebissen, ja, ne? Genau. Also, so wie wir es vermutet haben, wo sie stehen. Und man sieht auch, die sind auch noch vom Laichgeschäft. Hier hat er so eine kleine Kerbung. Ja. Die sind da einfach. Aber sind dann noch früh im Jahr. So ist es eben, genau. Herrlich. Aber die erholen sich wieder. Wir möchten euch natürlich auch ein bisschen was zu den Ködern erzählen, was der Stefan hier bevorzugt beim Spinnfischen auf die Hechte im Stillgewässer, so zum Saisonbeginn. Stefan, sag doch mal, was für Gummis sollte man dabei haben? Welche Köpfe, welche Längen? Also um die Jahreszeit, gerade wenn der Hecht frisch aufgeht, nehme ich in der Regel irgendwo 14 cm Gummifische mit einem relativ leichten Kopf, also irgendwo so 10 Gramm. Und da haben wir hier den Perlmuttweißen. Der heißt schon Räuberfänger. Ja, genau. Räuberfänger, ja, da ist der Name Programm eben. Von Koga. Und du hast so eine Perlmutt, hast du mir gesagt, das ist deine Lieblingsfarbe. Genau, ne? Das ist meine absolute Lieblingsfarbe. Und danach, da kommt hier gleich der mit dem gelben Schwanz. Das sieht ein bisschen aus wie Rotauge. Also die funktionieren immer ganz gut. Was natürlich der Klassiker ist, was auch immer funktioniert. Die sind dann auch ein bisschen länger, also die gibt es auch in 14 cm, dann auch diesen Fire Tiger in 18 cm, der hat diesen roten Schwanz hinten, macht die Sache auch noch mal ein bisschen attraktiver mit dem Farbklecks. Um die Jahreszeit hat man dann auch oft, dass sie einfach mehr auf Farbe reagieren. Bisschen aggressiver sind. Genau, die Rotaugen mal abgleicht haben oder die Weißfische generell oder man hat einen starken Laubenbestand, dann kann man auch mal bisschen kleiner diese gehen. 10 cm, die gibt es dann auch schon mit Köpfe vorne und da gibt es ein richtig schönes, genau. Set. Und wir verlosen am Ende auch ein paar Gummis hier aus der Räuberfänger-Serie. Da bleibt ihr mal bis zum Ende dran, dann könnt ihr ein schönes Set von den Gummis gewinnen. Und Stefan, noch ganz kurz was zu den Kopfgewichten, also die Bleiköpfe. Wie schwer nimmst du die? Also um die Jahreszeit fische ich sie irgendwo zwischen 8 und 12 Gramm. Mhm. Reicht raus für Stillwasser. Das reicht vollkommen, weil die Fische doch relativ ufernah stehen dann auch und arbeitet wirklich, oder der Gummifisch arbeitet wirklich gut, auch mit einem leichten Kopf. Das ist halt das Interessante oder das ist das Wichtige letztendlich. Ne? Also müsst ihr euch merken, im Stillwasser braucht ihr nicht unbedingt die schweren Köpfe. Das ist eher was für den Fluss mit der starken Strömung, wo man runter muss auf Zander oder so. Also im Stillwasser auch, genau, die leichten. Oder Herbst, Winter, wenn sie mal wirklich tief stehen, so 5, 6 Meter, was wir jetzt hier in dem Gewässer haben, dann stehen sie auch mal wirklich grundnah und dann arbeite ich auch mal mit schwereren Köpfen. Aber für jetzt leichter. Genau, also jetzt um die Jahreszeit. Zwischen 8 und 12 Gramm reicht vollkommen. Dann solche Baggerseen, die sind oft recht strukturarm. Und da empfiehlt es sich immer wieder mal, die Randbereiche abzusuchen, Schilf und wir haben jetzt hier auch noch Biber am See. Das sind auch so unterirdische Bauten, die dann da reingehen. Und das sind oft schon die Hotspots, wo sich die Hechte dann auch sammeln und einfach auf Beute lauern. Auf Fire Tiger diesmal. Gut eingestiegen, ne? Ja, aber voll Oberfläche. Der schaut ein bisschen besser sogar noch. Schöner Fisch. Jawohl.
Herz. Ja. Jawohl, auch ein schöner ist das. Ja. Der ist nochmal ein bisschen größer. Ja, definitiv. Geil. Ja, Fire Tiger hat's gebracht. Jawohl. Ja, können wir abhaken, ne? Prima. Der ist schon eine Nummer größer als der erste, ne? Juhu. Und Fire Tiger wollte. Herrlich. Aber halt auch wieder auf eine aggressive Farbe. Scheint heute Programm zu sein. Ja, und da sind die Zähne und du hast auch schon deine Hand verletzt. Ja. Zeig mal. Ja, das ist die Hechtzeichnung. So muss eine Hand aussehen, so wenn man Hecht gefischt hat. Aussehen. Jetzt noch ein bisschen was zum Thema Gerät. Spinnrute zum Hechtangeln im Stillgewässer. Ich habe hier deine Rute in der Hand. Was muss ich denn beachten? Wurfgewicht, Länge, was denkst du? Also ich fische gern eine 270er Rute. Mhm. So ein Standard. Genau, das Standard ist eigentlich Maß. Zum Hechtfischer, denke ich mal, das Optimale. Die hat jetzt ein Wurfgewicht von 15 bis 50 ja. Gramm. Kommt man gut mit zurecht? Sehr gut. Ja. Sehr gut. Also muss nicht so ein Ultra-Prügel Nein, sein. Nein, also ja? Das ist für, ich sage mal, für Ködergröße bis 15 cm, ja. 16 cm überhaupt kein Thema. Ja. Die Rute kann das sehr gut ab. Die hat auch eine relativ steife Spitze. Ja. Du kriegst eine gute Rückmeldung beim Biss oder auch selbst wenn du mal irgendwo am Kraut hängen bleibst oder sowas, ja. Merkt man sofort den Unterschied. Also Top-Route. Das hier ist genau. Übrigens die Koga Predatix MQR. Genau. Und das ist so auch einer deiner Favoriten. Genau, oder? Also die fische ich unheimlich gern. Gerade für das leichtere Hechtfischen hier in so einem Gewässer, jetzt im Frühjahr mit leichterem Gerät, mit leichten Köder. Hat sich perfekt. Bewährt. Genau. Wir verlinken übrigens auch die Rute-Rolle-Kombination hier in der Videobeschreibung für alle, die Interesse haben. Könnt ihr euch da dann gerne mal direkt anschauen. Und was ist das hier? 3000er Größe? Genau, das ist eine 3000er Größe. Da ist eine 008er Super 1 von Koga drauf. Okay. Die hat auch irgendwo um die 8 Kilo roundabout. Das Tragkraft. Reicht ja auch. Ne? Reicht vollkommen. Die Rolle, das ist eine Koga Askia. Ja. Die habe ich schon zum Forellenangeln eingesetzt, eine sehr schöne Rolle. Ja. Und dann ist hier jetzt halt eine Nummer größer. Und ganz genau. Wichtig, ne, das wollen ja auch alle beim Hechtfischen immer wissen, Stahl oder dickes Fluo? Ne? Fluorcarbon, nur Fluorcarbon. Okay. Also, wo das Gewässer dann auch mal relativ klar wird. Und das hast du ja oft an diesen Baggerseen auch, gibt es nur eins. Und das okay, ist, aber das hält auch den Hechtenstand, kein Problem? Kein Problem, ne, noch nie groß Probleme gehabt. Also das ist... überhaupt kein Thema. Auch Stahl kann brechen und ja, ja, ja. Also die Verlustquote bei Fluorcarbon, würde ich mal sagen, ist sogar geringer wie beim Stahl. Okay. Jo, dann haben wir noch einen Geheimtipp, den wir eigentlich heute auch noch machen wollten oder probieren wollten. Leider ist es halt viel zu windig. Wir haben es einfach nicht hingekriegt. Bellyboot fischen liegt ja voll im Trend. Von dem her haben wir es heute dabei gehabt und haben es jetzt auch mal aufgepumpt, aber ja, leider kommen wir nicht raus. Man kann wunderbar, sehr leise, auch mit diesem Bellyboot die Kanten abfischen. Das neue Bellyboot von Ascari, heißt Otter, eignet sich wunderbar. Es gibt hier ein paar extra Taschensysteme, die dann auch wasserdicht sind, wenn es mal draußen regnet. Kann ja beim Angeln auch hin und wieder mal vorkommen. Die Besonderheit an dem Bellyboot, was mir sehr gut gefällt, ist, wenn es doch ein bisschen windiger wird, hat es unten diese Finnen dran. Und wer schon mal Bellyboot gefischt hat, der weiß, dass so ein Bellyboot doch recht windanfällig ist. Und das hält doch deutlich besser die Spur. Also wirklich eine gute Sache. Sehr sinnig und hilft auf jeden Fall. Aber leider war es heute viel zu windig dafür. So, liebe Leute, unsere Angelzeit hier, die ist vorbei. Die Hechte waren ein bisschen zickig, ne? Ja, irgendwie haben sie noch nicht so richtig wollen. Wetter hat noch nicht so ganz mitgespielt, Sonne war da, war ja. Gut, aber der Wind hat uns richtige Strich durch die Aber Ringe wir gemacht. Haben gefangen. So sieht's also aus. Also hat das auf jeden Fall geklappt. Wir konnten euch ein bisschen zeigen, wie das klappt mit dem Gummifisch. Und wie zwischendurch versprochen, es gibt ein Gewinnspiel am Ende hier, wo ihr zwei von den Sets hier von den Räuberfängern von Koga bzw. Ascari gewinnen könnt. Dabei ist auch der Redtail Dancer, mit dem hast du auch gefangen hier richtig. Im Video. Zwei Redtail Dancer könnt ihr auch gewinnen, plus hier drei kleinere Gummifische mit den Köpfen dabei. Und es gibt wie immer eine Frage, um gewinnen zu können, die ihr richtig beantworten müsst. Und die lautet diesmal, welche Rute fischt der Stefan hier besonders gerne mit Gummifisch auf Hecht? Wir haben es gesagt, ne? Das ist sie.
Und richtige Antwort, wie immer, hier unten in die YouTube-Kommentare reinposten. Und dann gibt es einen glücklichen Gewinner, der dann hier mit den Räuberfängern von Koga bzw. Askari bei sich angreifen kann. Auf Hecht oder auch auf Zander oder auch auf Barsch, weil die gehen wahrscheinlich auch auf Barsch. Und dabei wünschen wir euch viel Erfolg, viel Petri Heil, ne Stefan? Ja, euch wir machen auch. Jetzt Schluss für heute. Ja. Und ja, hat toll. Wieder Spaß gemacht. Ja, gerne. Wenn die Hechte wieder. Richtig bissig sind, dann komme ich nochmal vorbei. Ja, immer. Und dann gucken wir, dass wir nochmal was fangen hier. Hechtangeln macht hier richtig Bock. Und, aber jetzt ist erstmal Schluss. Wir wünschen euch viel Petri Heil. Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao.